Ja, hallo Leute, wir sind wieder bei Agrarian Skies und ich habe ein bisschen was seit dem letzten Mal gemacht. Ich habe allerdings, bevor ich euch das zeige, eine Kleinigkeit, die ich euch hier in diesem Questbuch zeigen will. Denn es gibt eine Reihe neuer Quests, weil es ein Update gab. Das erste sehen wir hier. Wir haben hier unten erstmal eine neue Quest, The Librarian. Da müssen wir hier diesen Bookbinder craften. Werden wir in dieser Folge machen. Dann haben wir hier eine neue Quest für Moving Molten Metals. Das. Ja. Pneumatic Servo habe ich schon gecraftet in dieser Session hier. Das Fluiduct noch nicht. Das heißt, das wurde natürlich entsprechend auch nicht gewertet. Des Weiteren gibt es. Na, hier sehe ich auf den ersten Blick nichts Neues. Hier, ja, weiß ich nicht. Habe mich noch nicht so mit beschäftigt. Da sehe ich jetzt auf den ersten Blick auch nichts Neues. Und auch, oh, hier hat sich doch was getan. Das sah vorher anders aus. Gab es das hier schon? Bin mir nicht sicher. Hier einen komplett neuen Block. Da geht es wohl um Steelworks. Graveyard Soil. Hellorium Dust, okay. Ist ja relativ simpel, wie es aussieht, die erste Quest. Dann gibt es zu guter Letzt hier unten noch eine Kleinigkeit. Und zwar, ja, so Bragging Rights, wie es hier steht. Also, ja, einfach Sachen zum, ja, zum Angeben. Hier Thermal Expansion, alle möglichen Sachen aus dem Craften. Dann hier lauter Vanilla-Sachen. Das hier ist eine Herausforderung. Applied Energistics, auch hier. Wooden Gear. Eine ganze Menge, was es da so gibt. Mine Factory Reloaded haben wir auch. Ja, eine ganze Menge, was wir hier entsprechend craften. Mine Scaffolding. Okay. Craften können hier. Ja. Eine ganze Menge an Möglichkeiten, wie man hier irgendwie ja, optisch was Nettes machen kann. Limestone Bricks. Was? Colored Wood Planks. Wall Slabs, White Stained Glass, ja. Keine so speziellen Sachen. MacOrris. Okay, da gibt es wohl auch ein paar Nahrungsmittel, die wir hier herstellen können und B-Domination. Aha. Okay, 100.000 Forestry-Drohnen, Forest-Drohnen, das ist ja eine ganz ordentliche Zahl. Als Belohnung gibt es hier immer nur ein Schild. Ja, nicht wirklich was Besonderes. Ja, bevor wir uns die Quests hier anschauen, die wir jetzt hier neu haben und am besten auch direkt machen können. Also das hier werden wir auf jeden Fall in dieser Folge machen und das hier auch. Ich habe noch zwei kleine Sachen abgeschlossen. Und zwar Vacuum Hopper und
Ne, das haben wir in der letzten Aufnahme gemacht, aber den Vacuum Hopper, den hatten wir noch offen. Den habe ich inzwischen gecraftet und ich werde euch auch gleich zeigen, wofür wir den eingesetzt haben. Aber wir schnappen uns erstmal hier einen Reward Bag. Ich nehme jetzt einfach mal das erste. So, dann das hier ist auch schon direkt abgeschlossen, denn wir haben einen Pulverizer. Das wurde entsprechend natürlich auch schon erkannt. Als Belohnung gibt es hier einen Diamond Hammer und wieder ein Viertelherz und natürlich einen Reward Bag. So, und ich würde auch sagen, wir schauen uns direkt mal an, was wir als Belohnung hier bekommen. Einmal gut und greater. Machen wir erstmal das Gute hier auf. So, das hier ist auch neu. Es wird hier uns vorgestellt, was wir hier bekommen. Oh, Fortune 3 Book. Sehr schön. Können wir auf jeden Fall ganz gut gebrauchen. So, dann schauen wir mal, was wir hier drin haben. Ja. Kuchen. Keine so tolle Belohnung. Das packen wir mal hier rein. Jetzt haben wir schon zwei Fortune 3 Bücher. Das packe ich auch mal hier rein. Wir können jetzt theoretisch hier eins zusammenbauen, aber ich lasse das jetzt mal. Ja. Ich würde sagen, wir schauen uns mal an, was ich seit dem letzten Mal so gemacht habe. Das hier. Ja, der ein oder andere wird vielleicht schon wissen, was es ist. Es ist eine Mobfarm. Hier die Spider-Eyes, die habe ich bekommen, weil ich ein paar Spinnen drin hatte, die ich platt gemacht habe und einer hat das gedroppt. Wir haben hier zwei Trophäen. Also normalerweise bekommt man, wenn man Spinnen nicht selber tötet, die Spider-Eyes hier nicht. Das ist eine relativ simple Mobfarm. Muss gerade mal kurz schauen, was war das? Ich muss hier mal den Waypoint wegmachen, der nervt mich so langsam. So. Ja, also relativ simple Mobfarm. Das sind einfach drei Blöcke hohe Wände mit einem Boden. Und an den Kanten sind Falltüren, damit die Mobs runterfallen. Ich werde das jetzt nicht zeigen, da oben ist es sehr, sehr gefährlich drin. Und die looten halt. Ich habe hier unten die Loot Collection. Ich habe hier also. Man sieht schon, die fallen hier runter. Und da haben wir hier drin noch diese. Wie heißen die? Pungies. Sticks oder so. Von Tinkers Construct kann ich gerade mal zeigen. Das sind die hier. Relativ simples Rezept. Einfach kreuzförmig hier Sugarcanes anordnen. Und dann gibt es fünf Stück als Belohnung für das Craften. Und wir haben hier neun Stück insgesamt. Ich habe irgendwo noch. Ja, irgendwo in einer Truhe habe ich noch den letzten liegen. Wir werden die nur vorübergehend nutzen. Ich habe da eigentlich was anderes im Sinn. Und zwar das hier, Invar Spikes. Nur wie man sieht, man braucht relativ viel Invar dafür. Drei Invar-Schwerter, dann drei Invar-Ingots und einen gesamten Block und dafür kriegen wir vier Stück. Das heißt, wir müssten mindestens dreimal das Ganze hier craften. Das ist eine ganze Menge Invar, so viel haben wir momentan nicht. Und selbst wenn, wollte ich momentan nicht so viel ausgeben. Und ja, hier haben wir unseren Vacuum Hopper, den ich schon erwähnt habe. Und der sammelt ganz. Warum sammelt der Erfahrung? Also normalerweise sollten die Gegner hier keine Erfahrung droppen. Keine Ahnung, warum das Ganze hier gesammelt wird. Wo das jetzt herkommt, weiß ich nicht. Ja, und hier haben wir ganz einfach ein Item Duct, das bis ganz nach oben führt. Und hier
einen Hebel, um das Ganze eben mit Energie zu versorgen. Das heißt, die Genau. Sachen werden einfach jetzt nach oben gepumpt über. Oh, ich habe hier übrigens nochmal eine dritte Plattform angelegt. Weiß ich noch nicht, ob wir die brauchen, aber ja, ich habe überlegt, dass wir vielleicht eine Squid Farm hinmachen. Weiß noch nicht, ob ich das wirklich hier an der Stelle machen werde oder nicht. Ist auf jeden Fall nicht so wichtig. Ich wollte ursprünglich das hier eigentlich noch ein Stück weiter unten nach unten versetzen. Aber dann ist mir eingefallen, dass es diese Bungee-Sticks gibt und dann habe ich es halt doch gelassen. Hat mich übrigens eine ganze Weile gekostet, das Ding zu bauen. Ich habe ursprünglich eigentlich vorgehabt, das aufzunehmen, aber ich hatte dann, ja, habe fast 3 Stunden gebraucht, diese ganze Farm da zu bauen, weil es ja relativ hoch ist, die ganze Zeit mit Shift unterwegs und so. Und ja, das war mir dann doch ein bisschen zu viel, das irgendwie runter zu editieren auf ein paar Minuten. Daher habe ich es dann wieder gelöscht. Aber ja. Ein Diamant. Sehr schön. Ja, also, wie gesagt, hat mich eine ganze Weile gekostet, das Ding zu bauen. Das ist, muss man da übrigens dazu sagen, nicht die effektivste Falle. Aber das ist auch gar nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache ist einfach, dass wir hier ja einfach ein paar Sachen bekommen. Und ja, wie man sehen kann, hier fast 3 Stacks. Gut, hier 10 Stück, das ist vernachlässigbar. Hier 14 Stacks, gut, über die Hälfte vom 15. Stack. Hier sind wir bei 7 Stacks. 14, 14, 15. Ja, und wie gesagt, hier schon 2 Trophäen. Nette Geschichte. Und ja, das ist insgesamt ja, so die Hauptarbeit gewesen, die ich hier seit dem letzten Mal gemacht habe. Hat mich sehr, sehr viel Zeit gekostet, wie gesagt. Und ja, ich habe hier noch ein paar Sachen gecraftet. Und zwar habe ich hier endlich meine Hardened Energy Cell fertig gemacht. Ich wollte ursprünglich eigentlich also ich habe hier diese Hardened Energy Cell gecraftet. Man sieht hier Invar, Copper und Redstone, einfach hier um einen Redstone Energy Cell Frame. Ursprünglich hatte ich eigentlich vor, hier eine Redstone Engine zu machen, aber ja, können wir uns das Rezept auch nochmal anschauen. Das ist im Prinzip 1 zu 1 das Rezept, das ich angewendet habe, plus das Invar. Hier sieht man es nochmal. Also, wenn wir uns das Invar hier wegdenken, ist es das Rezept für die Leadstone Energy Cell und ja, Hardened Energy Cell. Also, die Leadstone, die hat Platz für 400.000 RF, während die jetzt Platz für 2 Millionen RF hat. Im Moment. Doch, 2 Millionen. Also, ja, für ein bisschen Invar direkt fünfmal so viel Speicher. Da sage ich sicherlich nicht nein. Wie man sieht, habe ich auch inzwischen ein paar Ressourcen gesammelt, wobei uns das Eisen irgendwie wirklich knapp ist. Ich muss in Zukunft wohl für, ja, für die Sachen, wo es möglich ist, eher Aluminium einsetzen. Also, was weiß ich, für, ich glaube, bei Pistons zum Beispiel kann man Aluminium verwenden. Können wir noch Aluminium verwenden? Pistons. Magnetized Sponge, aha. Tank. Oh, Pneumatic Servos und Machine Frames können wir so machen. Buckets, Cans,
Und Hopper. Oh. Oh, da muss ich wirklich mal ein bisschen aufpassen. Das hätte mich jetzt natürlich einiges gespart. Ich habe hier inzwischen über einen Stack Aluminium. Das ist eine ganze Menge. Ich habe übrigens auch ja, einiges hier an Holz gefarmt, habe es inzwischen aber größtenteils schon wieder verbraucht. Ist ein bisschen ja, nervig. Oh, übrigens, bevor ich es noch vergesse, ihr seht es hier vielleicht, ich habe hier den Boden überall doppelt gemacht, wo wir hier Cobblestone haben, beziehungsweise das geht nur bis hier. Also hier ist immer noch einfach. Also ich habe hier den Boden doppelt gemacht, damit wir hier einfach ein paar mehr Möglichkeiten haben. Wenn ich jetzt hier Kabel verlegen will, kann ich hier problemlos das hier eins aufmachen, kann hier mein Kabel verlegen oder so und kann das dann mit einem Cover wieder zumachen und habe nicht das Risiko, dass ich hier, wenn ich den Boden irgendwie aufmache, dann direkt auf die Ebene drunter fall. Ist eine ganz praktische Geschichte. Kostet natürlich eine ganze Weile, das dann entsprechend auszubauen. Ist auch mit ein Grund, warum ich das hier nicht gemacht habe, weil ich erstmal die Schnauze voll hatte, nachdem ich hier dann die Farm gebaut habe. Ich habe. Wo habe ich die? Irgendwo hatte ich noch ein paar Crucibles gemacht, genau. Damit werden wir unsere Lava-Produktion aufbessern. Also für mit den 10 hier zusammen haben wir dann 12 Stück. Das sollte auf jeden Fall locker für einen von diesen Magmatic Dynamos reichen. Ich weiß jetzt allerdings nicht genau, wie viel die brauchen. Müssten wir dann mal schauen. Ich will das auf jeden Fall noch weiter ausbauen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch mehr von diesen Crucibles dann brauchen. Also das ist definitiv nicht das Letzte, was wir an der Stelle haben. Da wird noch mehr kommen. Ja, ich hatte eigentlich noch vor, hier ein bisschen aufzuräumen, habe es dann aber doch nicht gemacht. Ich will das Ganze hier ein bisschen noch entschlacken. Ich werde mir da auf jeden Fall noch was bauen, dass wir hier ja, nicht alles so extrem überfüllt haben. Aber gut, jetzt genug geredet. Ich bin jetzt schon fast 20 Minuten eigentlich nur am Erzählen. Eigentlich wollten wir aber noch ein bisschen was machen in dieser Folge. Und ich würde sagen, was wir da auf jeden Fall mal machen, ist, wir machen ein paar Quests. Und ich würde sagen, wir fangen damit an. Und zwar brauchen wir ein paar Fluiducts für alle, die sich nicht dran erinnern. Das sind diese Dinger hier. Und zwar einfach zweimal Kupfer und einmal also das und das und können wir auf jeden Fall immer gebrauchen und die nächste Belohnung. Schauen wir direkt mal, was es da als Belohnung gibt. Cherry Jelly und Blackberry Juice. Naja, bin ich jetzt nicht so begeistert von, aber gut, dann soll es eben so sein. So, schauen wir mal. Wir müssen hier noch den Bookbinder machen. Bookbinder. Zweimal Paper, zweimal String. Das sollte überhaupt kein Problem sein. Da habe ich meinen Barrel. So.
Ist das eigentlich? Nee, natürlich nicht. Kein Problem. Bookbinder, wunderbar. Interessantes Tool, mit dem können wir einfach ja, mehrere Bücher in einem Slot rumtragen. Werde ich nicht nutzen, weil ich eh meine Bücher selten dabei habe. Aber was wir theoretisch mal machen können, ist, wir können uns ein bisschen Platz verschaffen hier in unserer Truhe. Ich packe einfach mal diese ganzen Bücher hier rein. Und zack. Also man sieht schon, die bleiben da auch drin. Und ja, deutlich Platz gespart. So. Viertelherz als Belohnung. Getting Rubber. Wir haben Rubber. Ich würde sagen, dass wir die Quest am besten auch mal direkt machen. Moment, machen wir das effektiver. Wenn wir eh schon dabei sind. Können wir auf jeden Fall noch eine ganze Menge von gebrauchen. Solange das im Ofen ist, können wir uns ja schon mal diese Quest hier anschauen. Wir sollen einen Spawn Chicken und Spawn Squid jeweils machen. Chicken ist relativ simpel, da weiß ich auf jeden Fall, wie das Ganze funktioniert. Jawohl, das sind 9 Stück. So, einfach mal zack, Spawn Chicken. Und Squid war das noch. Wie funktioniert das? Das ist eine blöde Quest. Halt, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Das ist echt eine blöde Quest. So, so. Wunderbar. Und jetzt müssen wir die hier alle manuell reinklicken. Das ist ein bisschen nervig. Können leider nicht das Fragezeichen nutzen. So, Eier haben wir von unseren Hühnern, die wir inzwischen geschlachtet haben. Und Spawn Squid. Wunderbar. Und abgeben müssen wir sie nicht. Und wir bekommen als Belohnung. Safari-Netz. In den Safari-Netz können ganz schön gefährliche Dinger drin sein. Da müssen wir vorsichtig sein. Werde ich auf jeden Fall lieber mal nicht nutzen. Schauen wir mal. Oh. Ach komm. Wenn das so weitergeht, dann habe ich nachher einen ganzen Boden aus den Kuchen hier. So. Wunderbar. Getting Rubber. Halt, da wollte ich hin. So, machen wir das hier rein. Getting Rubber müssen wir noch ein bisschen warten. Was haben wir hier als Autobrewer. Also wir haben zwei Möglichkeiten, diese Quest abzuschließen. Die erste Quest ist in den Nether gehen. Das will ich auf keinen Fall machen. Nether ist richtig gefährlich. Mal abgesehen davon, dass ich, ja, wie man hier sehen kann, überhaupt keine Rüstung trage.
Da kann ich sicher sein, dass ich innerhalb von Sekunden tot bin. Also, ja, nein, lieber nicht. Es gibt noch eine Möglichkeit, Blaze zu spawnen. Und zwar über. Ja, Angry Dolls. Angry Dolls können wir relativ simpel herstellen. Wir brauchen hier ein bisschen Blaze Powder, Nether Wart, Glowstone, Redstone und ein Precious Doll. Und das ist der Grund, warum wir das erstmal nicht machen. Und zwar Porzellan Clay ist nicht wirklich ein Problem, aber wir brauchen entweder einen Diamanten oder Emerald. Und ich kann euch ja mal zeigen. Unsere Vorräte sind da eher begrenzt und ich gehe nicht davon aus, dass wir direkt mit dem ersten Blaze da unseren Erfolg haben werden. Was wir natürlich theoretisch machen könnten, fällt mir gerade ein, ist, wir könnten ein Safari-Net nutzen. Gastier, oh je. Gastiers können wir von Soul Sand, glaube ich, bekommen. Da müssten wir erstmal unsere Soul Sand Herstellung automatisieren, was hier an der Stelle ja natürlich möglich wäre. Das sieht komisch aus. Hat sich die Farbe davon geändert? Oder ist das jetzt plötzlich eine andere Flüssigkeit? Ja, keine Ahnung, irgendwie scheint das eine andere Flüssigkeit zu sein, die da drin ist. Platzieren wir das einfach mal neu. Ist ja kein Problem. Echt komisch, das muss wohl mit dem Update passiert sein. Keine Ahnung, was das jetzt hier für eine Flüssigkeit ist. Moment, kann ich das sehen? Sagt mir jetzt vom Namen her nichts. Können wir das hier? Ja, wie werde ich das jetzt wieder los? Ja, das hat mich jetzt natürlich ein bisschen abgelenkt. Also wir können hier theoretisch eine automatisierte Farm für Soul Sand herstellen. Ich habe ja jetzt ein paar. Können wir mal schauen, ob wir Glück haben. Wenn wir jetzt Glück haben, dann können wir das mit dem Blaze eigentlich gleich mal erledigen. Wenn wir kein Glück haben, dann haben wir eben kein Glück. Also es wird auf jeden Fall ein bisschen Skyberry Busch. Aha. Sagt mir jetzt gar nichts. Aber können wir gleich mal schauen, was das ist. Little bit evil. Slow dive. Müssen wir das auf was Speziellem? Na, werde ich mich
irgendwie später informieren, was das ist. So, was? Achso, wir wollten hier Quest erledigen. Plastic Sheets, wunderbar. Und Rubber Saplings, gut, ich habe genug, ich habe 34 Stück auf Lager. Das ist jetzt zwar nicht die Welt, aber naja. Oh, das ist übrigens mein Punji-Stick hier. So. Reward Bag, was gibt's Schönes? Oh. Noch mehr Grünzeug. So. Gut, was haben wir noch? Wir haben als nächstes hier Harvester, Planter, Invercickle und Sludge Boiler. Das ist was, was ich sogar schon seit längerem vorhab zu machen. Bisher aber noch nicht gemacht habe, denn mich nervt es hier immer, die Bäume hier entsprechend zu ernten. Das heißt, wir werden damit eine Baumfarm aufbauen, die. Ja. Mal schauen, werden wir vielleicht hier hin machen. Das Viech muss ich mal schnell killen. So. Endlich keine Wisps mehr. So, wir haben das hier immer noch offen. Da war nichts. Irgendeine Quest hatte ich noch. Ah, ja, genau. Ich wollte noch eine Quest hier machen. Und zwar würde ich ganz gerne mit Thaumcraft loslegen. Beziehungsweise Thaumcraft und Blood Magic. Und zwar müssen wir ein Thaumonomicon und ein Sacrificial Orb herstellen. Und ich würde sagen, dass wir das noch schnell machen. Thaumonomicon ist relativ simpel. Wir brauchen dafür allerdings erst einmal zwei Eisen. So, zwei Iron Caps. So, damit haben wir unseren Zauberstab. Und jetzt müssen wir natürlich noch eine Kleinigkeit machen. Und zwar müssen wir uns Bücher herstellen. Und wir haben noch kein Leder. Das hält uns aber sicherlich nicht davon ab, Bücher herzustellen. So, wir brauchen. Moment. Ich habe es, glaube ich, noch nie gezeigt. Es gibt hier dieses Rezept. Da brauchen wir einen String, zwei Blank Pattern und drei Papier. Damit bekommen wir ein Buch und wir brauchen drei Bücher. Eins, zwei. Das reicht schon. So, String haben wir auch schon da. Das heißt, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. So, wunderbar. Und dann können wir hier. Habe ich jetzt gerade nur. Ich wollte eigentlich 9 haben. So, sehr schön. Und
Und Bücherregal, zack. Thaumanomikon. Wunderbar. Interessante Sache. Werden wir uns auf jeden Fall weiter anschauen. So, und was müssten wir nochmal machen? Warum hat der die... Ach so, Manual Submit, okay. Sacrificial Orb. Okay, schauen wir mal, wie wir den herstellen. Sacrificial Orb. Okay, fünf Glas, ein Gold und ein Eisen. Das war ja klar. Kein bisschen übrig. Kein Problem. Machen wir hier einfach mal. Na, Moment. Ich weiß was, was noch schneller geht. So, machen wir am besten direkt 8, um das Ganze optimal zu schmelzen. Und eigentlich sollten wir die Folge hier schon beenden, aber ich wollte auf jeden Fall diese Quest noch machen, also werden wir das auch noch fertig machen. Wunderbar. Das kommt hier rein. So, wir nehmen die 4 plus einen der hier. Na, Moment, wir können schon schnell noch ein bisschen Material von hier holen. Und zwar einmal das und einmal das. Und zack. Passt wunderbar. Also einmal zack. So, und dann können wir Manual Submit. Ich kann jetzt mit den beiden hier nichts anfangen. Da steht bei keinem von denen, was das ist. Ich nehme einfach mal die hier. So, und was bekommen wir? Schauen wir mal. Aha. Erstmal. Ein volles Herz. So, damit haben wir 7. Und 8. Und 9. So. Und jetzt haben wir hier unsere Quests. Einmal hier. Den Pfad hier nach unten für Blood Magic und nach rechts geht es hier für Thaumcraft. Müssen wir einfach mal schauen. Ich werde da vielleicht, also gerade für die Zaubersachen, also Thaumcraft und Blood Magic, werde ich vielleicht für beides so ein bisschen offline machen, weil ich mich mit beiden Mods in der aktuellen Version nicht auskennen. Also Blood Magic kenne ich mich gar nicht aus und Thaumcraft habe ich mich mit der aktuellen Version noch nie beschäftigt. Da hat sich, seitdem ich das letzte Mal mit Thaumcraft zu tun hatte, einiges geändert. Wie gesagt, werde ich mich vielleicht deshalb
ein bisschen dann damit beschäftigen. Aber gut, ja, wir sind am Ende angelangt, und ich habe es wieder nicht geschafft, die halbe Stunde einzuhalten, die ich mir eigentlich vorgenommen habe. Vor allem, weil ich am Anfang so viel gelabert habe und jetzt gerade schon wieder dabei bin, unnötig Zeit zu verschwenden. Also wir haben eigentlich einen ganz guten Stand, was die Quests angeht. Wir werden das nächste Mal hoffentlich endlich mal unsere Energieproduktion auf Vordermann bringen und ja, dann die Automatisierung weitertreiben. Und ja, ich würde jetzt sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, bis dahin.